verdienen? Ich glaube, dass die Deutschen einfach mehr dafür ausgeben würden. Die zocken uns ab, genau. Die machen so, was sie können. So banal es klingt, laut Wirtschaftsexperten ist der Grund tatsächlich, wir sind einfach dazu bereit, so viel zu zahlen. Vor allem im Urlaub. Nicht nur in Freizeitparks unterscheiden sich daher die Preise nach Nationalität. An vielen Stellen werden Touristen unfair behandelt, egal ob beim Museumseintritt, bei der Autovermietung oder sogar den öffentlichen Toiletten. Deutsche und andere Touristen zahlen oft drauf. Erlaubt ist das in der EU nicht. Das Ganze nennt sich Preisdiskriminierung. Die Europäische Kommission schreibt vor, wenn die einen Kunden nur wegen ihrer Nationalität und ohne Grund mehr zahlen müssen als andere, dann ist das illegal. Sollte der Freizeitparkbetreiber seine Preispolitik nicht ändern, könnte der Fall also vor Gericht landen. In einem ähnlichen Fall hatten Autovermietungen kürzlich eingelenkt, noch bevor es zu einem Prozess kam.